Seit Jahren daran gewöhnt, eine Hochburg in Motocross fahren zu sein, freuen sich natürlich ganz besonders und sind richtig stolz darauf, dass Sie an diesem Wochenende zum ersten Mal einen Weltmeisterschaftslauf ausrichten dürfen. Und zu diesem 7. von insgesamt 10 Läufen haben sich 3 Dutzend Gespanne aufgemacht, um sich zu qualifizieren. Morgen werden wir also in der Sportreportage davon noch mehr sehen. Jetzt aber gibt Dieter Dammler schon mal einen Einblick und sagt uns, was es mit dieser Qualifikation auf sich hat. In der kleinen südbadischen Stadt Schopfheim im Dreiländereck Deutschland, Schweiz, Frankreich hatte der Countdown für den deutschen Grand Prix der Motocross-Gespanne schon heute Mittag begonnen. 24 Stunden vor den Start zu den entscheidenden Läufen setzten im Fahrerlager die Schrauber der Teams zu ihren spezifischen Finale an, denn bereits zur Qualifikation mussten die Dreiradvehikel in technisch einwandfreien Zustand sein. Danach ging es zur Vorentscheidung hoch hinaus auf die 1,7 Kilometer lange Naturpiste. In 2 Gruppen konnten sich 23 Fahrer der 31 angereisten Piloten aus 10 Nationen für den morgen stattfindenden Weltmeisterschaftslauf qualifizieren. Gesetzt also ohne Ausscheidung sind die 10 Erstplatzierten der Weltmeisterschaft des Vorjahres. Insgesamt starten also 33 Fahrer morgen. So entbrannten hier nun auf dem staubigen Kurs heftige Dreiradkontroversen, der Lenker und Turner im Kampf gegen die Uhr um respektable Rundenzeiten. Optisch am eindrucksvollsten sind die Aktivitäten der Akteure im magischen Dreieck zwischen den drei Rädern. Passagiere nennen die Insider dieser Dreiradbranche sinnigerweise jenen zweiten Mann, der im sogenannten Boot sitzt, was wiederum im konventionellen Sprachgebrauch als Beiwagen bezeichnet wird. Der terminologische Wirrwarr wird dann besonders deutlich, wenn man die Funktion des sogenannten Passagiers ins rechte Licht drückt. Denn beileibe nicht der passive Transport, sondern ausschließlich die Qualität ihrer turnerischen Darbietung ermöglicht den Gespannpiloten erst ihre waghalsigen Manöver, jene atemberaubenden Kurvenfahrten, die hektischen Hopser und schließlich auch jene notwendigen Korrekturen von Fahrfehlern. Reagieren und erahnen. Das sind dann auch die geforderten Fähigkeiten der Passagiere, die sie, wie die guten Fahrer meinen, mit 50% am Erfolg beteiligen. Auf der Piste die Weltmeister mit der Nummer 1. Die Schweizer Emil Bollhalter und Beifahrer Karl Büsser im sogenannten freien Training beim Abstimmen der Maschine. Die Schweizer demonstrieren in diesem Parforce-Ritt die hohe Schule des Dreirad-Motocross. Das sind die zweiten Favoriten der morgigen Veranstaltung, die Lokalmatadore Reinhard Böhler und Franz Burkhardt. Böhler, damals noch mit Beifahrer Sigi Müller, wurde 1980 der erste Titelträger der neu geschaffenen Motocross-Gespann-Weltmeisterschaft. Der 38-jährige Badener ist aus nationaler Sicht der bisher einzige deutsche Motocross-Weltmeister. Gewinn
Beginn der Weltmeisterschaft tauchte der Name Böhler, aus welchen Gründen auch immer, in den beiden folgenden Jahren nur selten in den Siegerannalen auf. 1982 wurde er gar nur 19. Deshalb muss Böhler sich hier heute auch qualifizieren. Ein letzter turbulenter Sprung in Zeitlupe. In diesem Jahr konnte Böhler mit seinem neuen Beifahrer Burkhardt seine Fans nun wieder erfreuen. Nach 7 von 10 zu fahrenden Veranstaltungen liegt er nur 18 Punkte hinter den Schweizer Weltmeistern Bollhardt Büsser. Ob sie sich heute qualifizieren konnten, werden die beiden nun sicherlich Dieter Kürten verraten. Tja, davon gehe ich aus. Reinhard Böhler und Franz Burkhardt. Haben Sie sich qualifiziert? Ja, wir haben uns. Mhm. Sie liegen in der Gesamtwertung an zweiter Stelle? Ja, ich liege an zweiter Stelle mit 18 Punkten Rückstand auf Bollhardt Büsser. Mhm. Und ist da noch eine Chance zu gewinnen? Es sind jetzt noch 4 Rennen, nicht? Morgen ist der 7. Lauf und 10 sind es insgesamt. 7, 8, 9, 10, noch 4, ja? Ist da noch was drin? Ja, ich müsste eigentlich viel Glück haben, um das noch zu gewinnen, mhm. Weltmeisterschaft. Sie waren 1980 Weltmeister, wie Dieter Dammler eben auch noch mal gesagt hat. Danach, im nächsten Jahr, sind Sie völlig in der Versenkung verschwunden. Wie kommt sowas? Ja, nach 80, 81 habe ich Beifahrerwechsel gehabt und da lief es nicht so gut. Vielleicht war ich auch unter Druck, vielleicht habe ich alles wollen machen und ging doch nicht so gut. Der Beifahrer spielt also offenbar eine ziemlich bedeutende Rolle, nicht, beim Motocross-Gespannfahren? Ja, ich kann sagen 50% Fahrer und Beifahrer. Nun ist Franz Burkhardt, Ihr Beifahrer, ja eigentlich räumlich von Ihnen getrennt. Sie wohnen in Schopfheim, in Südbahn, und Sie? In Schwabmünden. Das liegt in der Nähe von Augsburg. Das sind also mehr als 300 Kilometer. 350 Kilometer. Wie kommt es dennoch, dass Sie so gut harmonieren? Sie können ja eigentlich gar nicht regelmäßig trainieren miteinander. Ach, das ist so, wir fahren das ganze Jahr 30 Rennen am Stück. Und ich meine, dass man das nicht verlernt unter der Woche. Also praktisch jedes Wochenende, Wochenende sind Sie beisammen, ja, zum Rennen. Und also bei 30, klar, da kommt ja einiges also zusammen. Also, dass man froh, wenn man unter der Woche mal Ruhe hat, gell? Mhm. Als ich das eben sah, als ich Sie da springen sah, über diese Hügel, also doch ziemlich hoch, in Zeitlupe sieht man das besonders deutlich, und wieder aufschlagen, da habe ich mir gedacht, Mensch, vor allen Dingen er doch als Beifahrer, Sie müssen doch von blauen Flecken übersät sein. Na, das ist nicht so der Fall. Das sieht vielleicht so aus, äußerlich, gell? Mhm. Aber erstens haben wir immer sehr gut geschützt. Wie denn? Durch Knieschalen, Stiefeln, Brustpanzern, Nierengurt, ein bisschen Handschuhe, Helm und alles. Brustpanzer vor allen Dingen besser, Herr Böhler? Auch hauptsächlich wegen Steinschlägen vom Vordermann her und auch wegen der Schlüsselbeine. Die Schlüsselbeine sind auch geschützt, mhm. Dann wenn natürlich man einen Sturz hat. Und der Helm, Brille, Helm mit Mundschutz und Brille. Hat man denn dann noch Möglichkeit, frei zu atmen? Ist man dann nicht doch sehr stark eingezwängt? Ist das noch so dieses freie Sporttreiben, wie man sich das also auf dem Motorrad zum Beispiel ohne Motocross vorstellt? Bei dieser Witterung, bei dieser Hitze jetzt, ist schon ein bisschen anstrengend. Mhm. Wir haben allerdings dünne Hemden an, mit so Lochhemden, damit doch ein bisschen der Körper atmen kann. Mhm. Aber es ist schon eine Strapaze. Und da gibt es überhaupt keine Begrenzungen, was da Sprünge irgendwelches Verhalten im Gelände angeht. Ich glaube, nur Ihre Maschine hat ein Limit. Ja? Sie dürfen nicht so schnell fahren, wie Sie wollen, oder? Ja, der Motor darf nicht mehr als 1000 Kubik haben. Und die Strecke müsste dann verändert werden, wenn die Geschwindigkeit über einen Schnitt von 40 geht. Dann müssen eigentlich mehr entweder Sprunghügel eingebaut werden oder mehr Kurven. Mhm. Und Sie fahren also jetzt dort in Schopfheim so um die 40 Spitze? Ja, um die 40, ja. Nein, nicht Spitze. Schnitt. Verzeihung, und der Schnitt liegt wo? Also die Spitze liegt wo? Kann man sagen, so bei 80. 80. Und wie viel würde diese Maschine, das ist ja eine Maschine, so wie Sie fahren, mhm. Wie viel würde die bringen in der Spitze, wenn Sie auf der flachen fahren können? Kann man sagen, so um die 120 bringt sie die gut. Jetzt habe ich mir das also nochmal verdeutlicht, wenn ich so am Hockenheimring Gespanne sehe, die über flache, glatte Strecke rasen. Das ist ja ein anderes Fahren. Haben Sie das mal probiert? Haben Sie da Vergleiche? Nein, ich habe also nie Gelegenheit gehabt. Ich hätte es gerne mal probiert, aber ich bin nie dazugekommen. Denn hier muss ja doch ein sogenannter Turner, wie die Experten das nennen, eine Menge aushalten. Sie müssen ja ungeheuer behende sein, Sie müssen beweglich sein, Sie müssen ein athletischer Mann sein, sind Sie auch. Ich glaube, der Beifahrer muss athletischer sein als der Fahrer, ist das so? Ja, das stimmt. Der hat mehr zu tun, nicht? Konditionsmäßig muss er mehr tun wie der Fahrer. Und wie hält sich der Beifahrer denn fit? Wie hält er sich in Schwung? Ja, mit Waldläufen und Krafttraining, Konditionstraining und vor allen Dingen immer fahren.
das ist das allerbeste Training, was es überhaupt gibt. Mhm. Alles andere ist gut und recht, aber fahren ist das A und O. Sie hatten ja vorher einen anderen Fahrer. Ja. Sie hatten einen anderen Beifahrer. Ja. Irgendwann haben Sie sich von Ihren Partnern getrennt und sind jetzt zusammengekommen. Haben Sie da einen Vergleich zu Ihrem Vorgänger und zu ihm? Ich meine, mit dem Weltmeister von 80 zu fahren, ist ja schon was ganz Besonderes. Wie soll ich sagen, im Vergleich? Vom Prinzip her ist dasselbe, gell? Nur er fährt halt etwas schneller, lässt länger in den Kurven stehen. Und da hat man sich schon wegen anders zu verhalten als ich. Vor allem der, wo ein bisschen langsamer fährt. Haben Sie auch persönlichen Kontakt? Sind Sie befreundet miteinander oder so? Gibt es da über die Familie irgendwelche Beziehungen? Ja, ich meine, man muss befreundet sein, um den Sport überhaupt machen zu können. Ist, glaube ich, nicht möglich, dass wir keine Freunde sind und dann jedes Wochenende fahren. Das ist mir klar, also dass Sie nicht, auf Distanz sind, ist klar. Aber ich meine, so gibt es da über die Rennen hinweg irgendwie so auch familiäre Kontakte und Bindungen, sodass man also richtig gesagt ist, mein guter Freund. Jo, oder so, doch ja, schon. Wir sehen uns Weihnachten und so, gell? Ja. Also steht schon gewisse. Wir treffen Sie auch im Winter. Ja, ja. Eben. Sie haben irgendwem angedeutet, dass Sie dann bald Schluss machen wollen. Also vielleicht werden Sie jetzt noch Weltmeister und im nächsten Jahr hören Sie vielleicht auf. Ist das ernst? Da würde also diese Freundschaft ja sicherlich auch darunter leiden. Ja. Sie haben irgendwie eben gesagt, mir klappern alle Knochen. Ja. Ja? Also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in dieser Deutlichkeit sollen Sie das wohl gesagt haben. Das heißt ja nicht, dass Sie nun schwer verletzt irgendwie im Verlauf der Zeit nun da Ihre Rennen weiterhin bestreiten müssen. Aber Sie haben ja doch wohl einige Schäden davongetragen, nicht? Ja, ich hatte eigentlich, letztes Jahr hatte ich eigentlich eine schwere Verletzung, hatte zwei Rippen gebrochen und zwei Wirbelquerfahrsätze. Und ich fahre jetzt 20 Jahre im Motocross und das geht nicht spurlos an einem vorbei. Motocross in Deutschland gibt es vielleicht so seit, naja, 15, 18 Jahren, wenn man richtig ernst nimmt, nicht? Kann man sagen, ja. Können wir uns zu den Weltbesten zählen, so querbeet gesehen, wenn man die Schweizer, die Engländer ja, so nimmt, ja, ne? Schweizer, Holländer und Holländer? Deutschen, ja. Kann man sagen, das sind eigentlich die drei Nationen, die dafür sind. Also was ist mit aufhören? Werden Sie Schluss machen oder noch weiterfahren? Ja, ich hab's mal fest vor, aber... Auch wenn Sie jetzt wieder Weltmeister werden zum Beispiel, dann ist wahrscheinlich der Reiz doch so groß. Andererseits könnte man sagen, auch vom Höhepunkt hört man besser auf. Das ist so, der Seitenwagensport ist wohl bei den Zuschauern populär, aber die Werke, die sind nicht dahinterher, weil sie das werbemäßig nicht vermarkten können. Und wir müssen ja beide noch arbeiten gehen, oder die meisten Seitenwagenfahrer gehen arbeiten unter Woche über. Und dann muss man immer abends, kann man sagen, bis 10, 11 die Maschine herrichten. Mhm. Und das geht dann doch so langsam in die Nieren, wenn man das 20 Jahre lang macht. Was sind Sie vom Beruf? Ich bin Mechaniker vom Beruf. Und Sie, Franz? Maschinenschlosser. Und Sie stecken eine Menge Geld rein in Ihren Sport, ne? Wie teuer ist eigentlich so ein Gespann? So ein Gespann kommt auf 25.000 Mark. Und dann hat jeder internationale Fahrer, kann man sagen, einen Motor dabei. Sämtliche Ersatzteile aus dem Rahmen hat. Und mit Motocross gespannt fahren kann man kein Geld verdienen? Nee. Jedenfalls nicht so viel, dass man davon leben kann. Kann man so, nicht. Ja. Sie tun es für die Ehre und weil es Spaß macht. Ja. Und das machen Sie morgen auch wieder. Sie müssen nämlich jetzt gleich wieder los. Ich finde es ganz prima, dass Sie hergekommen sind. Aber ich meine, für Ihren Sport ist das ja auch, glaube ich, mal ganz wichtig, dass er ein bisschen anders dargestellt wird. Ne? Und Sie haben sich ja schon andere Strapazen über sich ergehen lassen. Im Auto. Das ist das Wenigste, ja, was wir jetzt gemacht haben. Ja, ich finde, dass wir hier im Studio sind, freut mich eigentlich, dass wir uns eingeladen haben. Und es dient sicher im Sport, im Seitenwagensport und in meinem Club in MSC Schopfheim. Wie viele Zuschauer werden morgen zugucken? Ja, wir hoffen, wir rechnen so mit 10.000, 15.000 Zuschauern. Ist das viel? Ja, vergleichsweise? Ist viel, ja. Wäre guter Besuch, ja, ne? Ja. Also haben wir hier noch mal ein bisschen an die Schopfheimer appelliert. Geht gucken, wenn Reinhard Böhler und Franz Burkhardt morgen vielleicht der Weltmeisterschaft schon wieder ein Stückchen näher kommen. Ich bedanke mich für den Besuch, wünsche gute Heimreise und was sagt man bei euch, Hals- und Beinbruch? Ja, sagt man, ja. Also,